Weiter geht's. Wir haben inzwischen alle Missionen der GDI, außer Toter Winkel und die Spezialdinger. Die kommen danach. Toter Winkel gehen wir erstmal an. Mit bestimmt einer tollen Videosequenz, die wir noch gar nicht kennen. Flarak. Guckt sich um. Oh, ich glaube, das kenne ich. Oder? Ich bin gerade nicht sicher. Das waren Handgranaten. Falls keiner identifizieren konnte. Einsatzziel. Wir versuchen, eine größere Nordfestung aus dem toten Winkel anzugreifen. Das klingt natürlich nach einer sehr ungünstigen Position auf der Karte. Besetzen Sie mit Ihren Soldaten das Flussufer. Sobald Sie die Luftabwehr ausgeschaltet haben, schicken wir Verstärkung. Es wird wieder so ein Hickihack. Damit können Sie den Fluss überqueren und Nord von hinten angreifen. Nutzen Sie die Schrecksekunden. Das klingt nach Timingsgeschichten. Ja, das ist natürlich ein schöner Anfang. Ich habe übrigens die ganzen Stände gelöscht, wie man sieht, die alten von der 6. Mission. Die waren ja unnötig. Moment, so macht man das. Und ja, dann können wir anfangen. Der heilt sich ja gar nicht. Und ich bin in der Mitte etwa der Karte, Mitte unten. Das ist auch irgendwie sich ungünstig anfühlend. Meine Aufgabe ist es jetzt also erstmal, die ganzen Flaraks, die es hier irgendwo geben soll, mit meinem Kommando in die Luft zu sprengen. Der hat ja immer ein bisschen Sprengstoff dabei. Ah, das gefällt ihm nicht. Ich muss da bestimmt nicht einfach durchlaufen. Aber da ist bestimmt ein Flarak. Mindestens eins. Dies auszuschalten wird meine Aufgabe sein. Das ist... Ah, schneller. Eminent wichtig. Hier komme ich nicht durch. Wie soll ich das denn dann machen? Wie weit das Ding schießen? Hallo? Gut, dann haben wir jetzt verloren und... Oder hätte ich einfach auf gut Glück reinlaufen sollen? Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Einfach mal durchlaufen, das wäre doch schwachsinnig. Obwohl, der hätte es einmal kaputt machen. Ah. Ich bin so dumm. Hab nicht dran gedacht. War das jetzt besser als beim letzten Mal? Ich glaube nicht. Hihi, ist das witzig. Der lacht nicht mehr lange, denn er raucht. Alle Raucher. Leben wahrscheinlich nicht so lange. Es sei denn, sie waren mal Bundeskanzler. Dann haben sie natürlich ein Privileg für langes Leben. Anscheinend ist es so gedacht, dass ich das einfach jetzt kaputt mache. Glaube ich. Nee, mach den weg! Er hat mich doch erwischt, ich glaub's nicht. Alles eine Frage der Kalibrierung. Nee, der Spezialisierung. Aber auch der Kalibrierung. Verlegt und verlegt. Ja. Irgendwas ist oben rechts passiert. Wobei ich doch durchaus neu starten hätte können, aber dann hätte ich das Video wieder angucken müssen. Vielleicht gucke ich mich jetzt erstmal rechts um. Vielleicht ist da nochmal sowas. Oder ist hier irgendwas anderes? Er müsste sich irgendwie mal ein bisschen aufladen. Ja, hier sind sogar zwei. Ich glaube, dann gehe ich lieber links lang. Also hier ist das ja noch schwieriger. Und hier oben geht's auch nicht wirklich weiter. Gut, das haben sie mir aber im Einsatzziel, in der Einsatzbesprechung schon ein bisschen angekündigt. Ich glaube, es wäre dumm, hier rechts zu gehen. Ich lade nochmal, weil der jetzt wieder ein bisschen beschädigt wurde. Kann man das nicht von Anfang an besser machen, dass er nicht gleich schon zur Hälfte kaputt ist? Wenn man ganz schnell ist vielleicht. So, und da ist noch einer. Jetzt speichere ich nochmal kurz. Da muss ich den Kram nie wieder machen. Ja, die soll mal zu mir kommen. Warum soll ich immer zu ihnen gehen? Die Flammentypen sind jetzt von großer Bedeutung. Das hat auch nicht viel gebracht. Jetzt bin ich trotzdem voll beschädigt. Ich kann es nicht kaputt machen, dann gehe ich selber kaputt. Ich muss also irgendwie eine Heilungsmöglichkeit finden. Aber die gibt es hier gar nicht, oder? Ich muss es leider probieren. Ich habe keine andere Wahl.
Oh, das lief doch. Das ging. Soll ich den Rest auch kaputt machen? Ich habe Angst, dass er dann stirbt. Deswegen probiere ich es jetzt so. Die kriegen scheinbar keine neuen Einheiten. Und die, die da sind, beschweren sich jetzt auch nicht groß. Schnell weg. Oh, ja, wieso verliere ich denn da direkt? Ich habe da Verstärkung bekommen. Ja, komm, geh weg. Nerv nicht, Eva. Die letzte Mission der GDI will noch ein bisschen fordern. Das ist jetzt ein Doppelhänger, oder was? Hatten wir das schon mal? Ja, das war dieser komische. Gut, machen wir einfach neu. Glaube ich. Mal gucken, ob ich das besser hinkriege am Anfang. Einen kurzen Moment warten. Auf das Video. Schnell sichern. Vielleicht klappt's. Er hat, glaube ich, ein bisschen mehr jetzt. Mehr als die Hälfte. Dann kann das ja jetzt besser ausgehen. Dumm, dass der echt bei sowas, bei so Gebäudesprengungen immer ein bisschen Schaden nimmt. Erstmal um die Augen rum kümmern. Das lief jetzt irgendwie auch nicht mehr so toll, aber besser sollte es laufen als beim letzten Mal. Schnell, mach den noch weg. Er ist nicht im roten Bereich, das ist erstmal das Wichtigste. Und jetzt schnell die Flerax. Die anderen. Oh, wie er schon wieder. Ah! Was ist das denn? Er war noch. Der hält ja auch gar nichts aus. Ja, wir schaffen das schon. Keine Sorge, Leute. Das kann man auch besser schaffen, glaube ich. Dass er überhaupt nicht beschädigt wird, wenn man ganz schnell ist. Ich glaube, wenn ich das so mache, kann ich das auch mal probieren. Da müssen wir uns noch kurz mal gedulden und uns das nochmal ansehen. Ich hatte eigentlich die Einstellung so gerne, dass es jetzt flüssig laufen sollte und dann hat es aber nicht aufgenommen. Dann muss ich es wieder umstellen und... Ja! Schieß! Kein Problem. Kommt nur her. Mist! Einmal abschießen dürfen. Aber ihr seht, es geht. Man muss einfach nur dran glauben. Oder die Spielgeschwindigkeit verändern. Jetzt haben wir eine ganz andere Ausgangssituation. In der kann man leben. Im wahrsten Sinne des Wortes buchstäblich leben. Wie schnell einem das gleich wieder vorkommt. Da ist das Teil. Ja, dann gehen wir direkt drauf. Jetzt muss ich mich gar nicht mehr so mehr bemühen, denn es sollte jetzt ja locker ausreichen. Unter normalen Umständen. Er ist ja fast voll. Endlich kommt da mal keiner raus. Den will ich noch wegmachen. Soll ich die ganze Basis kaputt machen oder kann ich die gleich einnehmen? Kriege ich Ingenieure? Das wäre cool. Ich habe eh bisher nur... Ah, die kommen jetzt erstmals zu mir. Das ist überraschend. Ja, völlig unverbindlich. Alles eine Frage der Spezialisierung. Wie er wieder beschädigt wurde. Egal, jetzt kommt der Hubschrauber und... Oh, mal sehen, ob der mir Ingenieure bringt. Kann ich dann hier irgendwas einnehmen? Bringt mir das überhaupt was? Kann ich halt ein paar Leute bauen? Kein Problem. Ja, was anderes, Ingenieure hätte jetzt auch nicht viel geholfen. Zum Glück habe ich hier... Dann ist es kaputt. Soll ich die Sachen einnehmen, ist jetzt die Frage. Oder... Nicht. hebe ich mir die auf für die Basis da rechts? Jawohl, Sir. Klar, Sir. Jawohl, Sir. Ich habe gar kein Geld, deswegen muss ich jetzt sowieso... mit wenigen Mitteln auskommen. Erstmal die wichtigsten Sachen. Ein Kraftwerk kann ich gar nicht holen. Das lohnt sich auch nicht, nur um Ingenieur dann einzunehmen, also einzubauen. Ich könnte Infanterieeinheiten bauen oder
Mantel des Schweigens. Ha, nein. Fackel der Erleuchtung. Ach ja, ich habe jetzt Nordeinheiten. Oh. Obwohl ich eigentlich GDI bin. Wird gebaut. Ja, da muss ich halt was verkaufen. Was Teures. Na, ob sich das lohnt wegen diesem einen Panzer. Vielleicht hätte ich irgendwas anderes bauen sollen. Sandsäcke kann ich auch nicht bauen, um die Leute zu verkaufen. Die Kaserne würde ich aber gerne behalten. Ich würde sagen, nach dem Panzer verkaufe ich das Flugfeld wieder. Ist nur so meine erste Überlegung, wie man das machen könnte. Ein Kraftwerk brauche ich sicherlich auch nicht. Und gelbe Nordeinheiten, das hat man auch noch nicht gesehen, oder? Bei mir. Einen könnte ich noch bauen. Dann baue ich noch einen. Der kommt genau hin. Ja, das dauert natürlich ewig, weil... Dumm. Dann machen wir kurz schneller, weil ich keine Energie mehr habe. Das dauert dennoch sehr lange. Das ist aber unpraktisch. Naja. Kann ja mit dem schon mal hier noch ein bisschen aufräumen. Schaffst du? Schießt du auch irgendwie weiter? Danke. Der braucht eine Weile beim Nachladen, der ist da ungeübt. Na komm, helf ein bisschen. Ich dachte schon fast, der stellt sich genau hinter dem und schießt ihn von hinten über seinen Kopf. Das wär's ja. Ja, reparieren, das geht ganz schön fix. Da brauchen sie noch einen dritten Helfer, offenbar. Ja, geh noch näher ran. Wird ja immer gefährlicher. Jetzt haben wir uns eingekringelt, angekreist. Lohnt sich aber nicht, das noch einen Ingenieur einzunehmen. Der kostet nämlich selber schon 500. Im Kraftwerk glaube ich nur 300 oder 500. Ey, nicht mal was rausgekommen. Die Sandsäcke kann ich gar nicht zerstören. Gut. Man muss aber bedenken, ich habe die höchste Spielgeschwindigkeitsstufe. Und da ist es endlich soweit. Ich hoffe, ich kann auf das Flugfeld verzichten. Meine große Hoffnung. Denn jetzt verkaufe ich es. Aber vorher mache ich natürlich noch einen sicheren Stand. Bevor ich noch etwas eklatant Schreckliches hier mit dieser Entscheidung auslöse. Kann ich es jetzt schon verkaufen und der kommt trotzdem noch? Das wäre natürlich toll. Eigentlich müsste es ja. Was sollten sonst... Ah, sieht das schön aus in Gelb. Verstärkungen sind eingetroffen. Zack. Ja? Kaserne behalte ich jetzt nur für den Fall, da ich noch Ingenieure brauche. Zwei kann ich noch bauen mit 1000 Euro. Ich habe zwei Panzer. Die können sich gleich mal um die Gefechtstürme kümmern. Der darf ja nicht sterben, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht stelle ich ihn dann ein bisschen weiter zurück. Und dann kriege ich wahrscheinlich erst einen Bau auf und dann kann die Mission richtig losgehen. Wobei die Karte... Die ist nicht so groß. Doch, die ist ein bisschen groß. Abwärts, Kumpel. Wo willst du denn abwärts hin? Bleib mal schön hier oben. Jawohl, Sir. Da dampft's auch. Von einer türkischen Blume aus. Breche auf. Mal mitkommen. Jawohl, Sir. Drei Stück sind da sogar. Ich glaub's ja nicht. Ach du Scheiße. Jetzt werden wir gleich sehen, ob ich den verlieren darf. Wie soll ich denn das sonst machen? Nein, jetzt habe ich jetzt verloren? Nee, habe ich nicht. Ich muss ja eigentlich nur das Teil noch kaputt machen. Kann ich mich da irgendwie durchstehlen? Ja komm, jetzt ist es egal. Vielleicht hält das noch aus. Lassen die den mal in Ruhe, bitte. Das ist vielleicht das letzte Teil, was ich noch kaputt machen muss. Vielleicht ist auch noch ein zweites hier. Hier rechts geht's auf keinen Fall lang, aber vielleicht nach oben lang. Wie haben die sich das denn gedacht? Die machen sich wieder selbst kaputt. Ah, da ist noch ein zweites.
Jawohl, der wichtigste ist kaputt. Will ich einmal nicht aufgeben, ne? Den muss ich noch überfahren, der hat mich aber gleich. Ja, nicht erst lang in die andere Richtung fahren, bitte. Ja komm, du musst es schaffen. Gibt's nicht, dieser eine macht mich noch fertig. Den hatte ich doch jetzt. Toll. So, dann laden wir eben noch mal, deswegen speichert man ja. Wie machen wir das denn jetzt? Gucken wir erstmal hier oben um. Ob ich da von oben irgendwie mich reinschleichen kann. Ich will halt nicht aus Sibirien laufen. Deswegen fahre ich da durch. Wie weit dieser Obelisk schießen kann. Das ist nicht schön. Ich muss schon mitten durch scheinbar. Ich darf den auf jeden Fall verlieren. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich kann noch irgendwas bauen. Brauche ich wirklich Ingenieure oder kriege ich nicht eh gleich Verstärkung? Ich könnte sonst noch 10... Na gut. Ah, das dauert ja wieder ewig. Okay. Aber noch 10 Leute, die dann schön auch Kanonenfutter sind, das kann sich durchaus lohnen. Das dauert jetzt nur noch eine halbe Ewigkeit. Aber da schneide ich natürlich nicht raus. Ja, schön authentisch bleiben, ne? Hihihi. Und dann komme ich hier rüber und da geht's dann weiter. Was schützt so ein Zaun normalerweise? Ah, ein feindliches Etwas. Hier noch irgendwas aufzudecken? Nicht wirklich. Ging's gerade ein bisschen schneller? Wovon ist das abhängig? Wird gebaut. Jawohl, Sir. Warum ist das so langsam? Das ist doch nicht normal. Auch wenn man keinen Strom hat. Es gab doch schon mal Missionen im Tiberian Sun, glaube ich. Da hatte man auch nichts anderes als eine Kaserne, aber selbst da konnte man schneller bauen. Ja, habt ihr gesehen, wie schnell es plötzlich am Ende ging? Aber das liegt vielleicht an der Spielgeschwindigkeit an sich. Und nicht an der Spielmechanik. Ah, plötzlich läuft's. Dann verkaufe ich gleich die Kaserne und hoffe einfach, dass ich keine Ingenieure brauche. Aber 10 Einheiten mehr, die können schon sehr viel bewirken. Vor allem, wenn man hier das Tiberium latschen darf, gleich. Soll ich den kaputt machen? Ich hoffe nicht, dass das mein Tiberium sein wird, dass ich meine Basis hier aufbauen muss. Das wäre dann... So, weil der jetzt gerade ganz viel Tiberium mir klaut. Ah, wir werden sehen. Bin gespannt. Befürchte, es wird so sein. Aber ich hätte mit Nordeinheiten das alles erledigen können. Muss ich aber nicht machen. Ich will Mammuts. Wie soll ich die Mammuts da rüberkriegen, ist die Frage. Brauche ich ja Orcas oder was? Oder ist es dann doch eine sehr kurze Mission, die keine Basis neue von mir beinhaltet? Kriege ich gar keinen Bauhof? Oder ich kriege den Bauhof hier oben irgendwo rein? Da unten. Ah, er kann mir das Tiberium auch einfach wegmachen, dann habe ich da keine Probleme. Das ist auch cool. Immer schon schön von der praktischen Seite sehen. Drei Stück noch. Drei Hammers. Ja, der Anführer hier. Der wichtigste. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Klingt wie so ein Streber. Flamme der Läuterer. Könnte ich noch einen bauen, von, aber das ist mir zu gefährlich. Die zu riskant. Ein Ingenieur hätte ich bauen können? Nein. Ich speichere dann erstmal natürlich und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Sicherlich nichts Gutes. Mehr als 2 Panzer waren nicht drin, es sei denn, eventuell, ich hätte die Kaserne vorher verkauft. Oha. Hey, das hätte, glaube ich, nicht gereicht. Jetzt kann ich die Kaserne verkaufen. Kommt vielleicht auch nochmal einer raus. Juhu. Dann können wir einen Großangriff starten. Sobald er hier kommt. Die Spielgeschwindigkeit ist viel zu langsam.
Deswegen machen wir es schön noch langsamer. Dann neuen Stand. Und dann bin ich gespannt. Ah, ich muss auch mal den Button finden. Jo, soll ich mit dem zuerst hin? Dann kommt der Obelisk drauf. Jawohl, Sir. Der kann noch viel mehr. Der soll mich nicht überfahren gleich, der doofe Sammler. Der kann da richtig Schaden anrichten in meinen Truppen. Natürlich ausgerechnet den besten, weil er am schnellsten war. Wie ich da Einheiten verliere am laufenden Band. Glaubt doch kein Mensch. Ich hätte vielleicht erst auf den Obelisk gehen sollen. Aber der wäre sicherlich besser gewesen. Bei mir sind es halt so nur lächerliche Schützen, die haben auch nicht viel drauf. Boah, wie viele da auf einmal stehen. Ja, weil der Flammen hat. Flammen sind nicht nett. Aber meine beiden Panzer leben, das ist schon mal wichtiger, als man denken mag. Fahr mal rein. Ja, das dachte ich mir, dass der Sammler das macht. Ja, der wird repariert. Fahr einfach mal da rein. Wie, wo habe ich denn jetzt meinen Panzer verloren? Wegen dem Obelisk natürlich. Kennen wir. Ah, und der ist auch tot.